Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für ein Let's Play bei World of Tanks. Und zwar mit dem Objekt 416, dem Tier 8 mittleren Panzer. Gespielt hier in dem Fall von Jean 1337 oder Lead oder Gene Lead. Also je nachdem, wie man den Namen ausspricht. Karte ist feuriger Bogen und wir haben hier ein Tier 8, 7 und 6 Gefecht. Beziehungsweise die 5er, wenn man die Lights noch mit reinzieht. Er ist hier mit seinem Zugmate vom Clan Skill unterwegs. Und schauen wir doch mal, was er hier vorhat. So wie es aussieht, gleich mal auf die linke Seite preschen. Einser Zweierlinie, wahrscheinlich da dann den Spot machen. Und ich will vielleicht noch ganz kurz eine kleine Randnotiz sagen, wobei hier schon viel aufgeht. Eine kleine Randnotiz zu dem Thema Bewerbungsverfahren oder wie wähle ich die Replays aus. Das ist wirklich vollkommen random. Da nehme ich das, was gerade irgendwie gefühlt noch lange nicht auf meinem Kanal war oder noch nie, auch immer ein bisschen versuchen, eine andere Map zu wählen. Und ja, dementsprechend variiert es da sehr stark. Also da bitte einfach so ein bisschen ja, Nachsicht haben. Und wie gesagt, ich nehme nur Replays an über die E-Mail-Adresse. Das sollte mittlerweile der ein oder andere auch mitbekommen haben. Ich bekomme immer noch sehr, sehr, sehr viel von. Oh, sehr schön vorgehalten, sehr schöner Treffer. Ich bekomme immer nämlich noch sehr viele Fragen, so von wegen, ja, warum wird meins nicht genommen oder was ist da los? Also von dem her seht es mir bitte nach, aber wie gesagt, hat halt gewisse Auswahlkriterien, die vielleicht gar nicht so sich so erschließen für euch. Für mich aber schon. So, jetzt der Leopard. Ah, da hätte er ihn fast noch wegleechen können. Aber diese Stelle hier ist eigentlich für ein Medium eigentlich ganz cool. Also die mag ich ganz gerne. Man muss nur immer darauf achten, dass man auch selber zurückfährt. Dass man da, sobald man offen ist, eben sich da ein bisschen restriktiv verhält. Da kommt doch ein Tigerschen. Oh, da kommt er schön drauf. Prallt er leider ab. Geht aber nicht mal auf. Also kann ich gleich noch einen nachsetzen wahrscheinlich. Oder ja, genau, schön. Aber auch jetzt wieder nicht offen. Ich glaube, der Schuss, der da reingekommen ist, war eher ein Blindshot. Schön, noch ein Hit. Da sieht man, dass diese Stelle wirklich prädestiniert ist dafür. Also gerade mit Mediums sehr, sehr gern genommen von einigen Spielern, die ein bisschen was können. Und da muss man die Skill-Jungs definitiv dazu nehmen. Der arme T-34-2 kann jetzt sich nicht mal wirklich wehren. Und ist auch tot. Tausendeinhundert Schaden schon rausgekloppt. Dafür, dass er gefühlt noch nicht wirklich viele Panzer gesehen hat. Schon ganz beachtlich. Den Tiger kriegt er leider nicht auf. Sein Zugmate ist auf der ganz gegenüberliegenden Seite. Also das Thema Zugspielen zusammen machen sie hier, leben sie hier nicht. Aber vielleicht haben sie sich auch abgesprochen hier im TS so von wegen, du fährst darüber, ich mache die andere Seite und wir owen einfach alle. Wäre natürlich eine Option. Wenn man das so durchzieht. 1A. Jetzt hier ein Carnarvon. Oh, schießt da drüber. Sehr schön. Er geht halt auch nicht auf. Hat hier natürlich, kann hier wirken nach Belieben. Mit dem Reload von knapp unter 7 Sekunden geht es auch ganz gut. Macht hier den Gegner auf. Carnarvon wird jetzt hier rausgenommen. Und. Oh, da ist er immer noch nicht weg. Muss doch jetzt noch ein Blindshot reinkommen von irgendjemand. Ja, jetzt hat hier der T69 klar gemacht. Und der Leopard, wollte gerade sagen, der bettelt doch auch schon um eine Schelle. Hat er sie endlich bekommen.
Und ich will noch nichts verschreien, aber ich scheine das Problem mit den Slowdowns in den Griff bekommen zu haben. Das lag wohl wirklich an den Replays, an den 095-Replays. Also vielen Dank fürs Verständnis da die letzten paar Tage, Wochen, dass, wenn es da zu Slowdowns gekommen ist, die negativen Feedbacks sich wirklich cool in Grenzen gehalten haben. Das hat mich sehr gefreut, weil ja, auch die Kommentare selber, es werden immer mehr. Das finde ich echt lässig, was ihr so macht. Und dementsprechend bin ich wirklich happy über alles. Auch die vielen Abonnenten, also es ist Wahnsinn. Wir gehen langsam auf die 6000 zu, das ist heftig. Und BÄM! Schön die Seite. Oh, da ist eine ELC. Den sollte er wegmachen. Der könnte ihn nämlich ein bisschen genervt bekommen. Oh, der ELC checkt's nicht. Das ist ein sicherer Kill. Nice. So, und jetzt kann er nämlich auch sich langsam hier nach vorne begeben. Auf die Stelle, wo der nächsten Büsche vor ihm sind. Genau da. Kann sich sogar noch etwas weiter nach vorne wagen. Ah, jetzt muss er aufpassen. Ah, ist er offen, hat man schön gesehen, wie der Tiger sein Helmchen gedreht hat. Ein Snapshot in 096 ist bekanntermaßen nicht mehr so leicht. Sein Zugpartner hat es gerade drüben auf der anderen Seite erwischt. 6 zu 5, also in dem Match ist noch nichts passiert. Und vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, weil das ist auch so kommentiert worden, so von wegen, dass ich ja in Anführungszeichen gut Schauspieler und die Sachen so kommentiere. Ich Schauspieler gar nicht. Also ich schaue mir natürlich die Stats bei WotRplays vorher an, aber wie die Spielverläufe sind, wie die Kills sind oder was alles andere passiert, habe ich selber keinen Plan. Ich schaue es in dem Augenblick auch das erste Mal an. Also vielleicht auch zur Erklärung für den einen oder anderen dann damit interessant. Also wie gesagt, ich kenne genauso wenig wie ihr auch. So, der Pershing ist auf der Flucht, so wie es aussieht. Aber für ihn jetzt hinterhalb des Hügels, da kommt er nicht ran. Er braucht doch gar nicht mehr so viel fürchten. Also der Rheinmetall war noch nicht offen. Gut, der dürfte ihn wahrscheinlich jetzt erwischen, wenn er so stünde. Aber ansonsten, Artis sind eh nicht klar. Und wie gesagt, Chito selber. Ja, Tier 6. Oh, da ist die erste Arti. Sehr schön. Arti ist raus. Jetzt kann er auf den Pershing gehen. Bisschen vorhalten, genau. Ah, sehr schön. Da sieht man einfach mal, dass es wirklich, dass er das Spiel checkt, dass er es gut kann. Wie er davor gehalten hat, wie er gewartet hat. Sehr, 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 sehr gut. Jetzt der Panther, auch da die Map-Übersicht, dass der auf die Arti geht. Ganz knapp drüber. Bisschen zu früh gestoppt. Konnte leider noch den GW Panther wegholen. Aber 3600 Schaden. Der Pershing nimmt jetzt auch wahrscheinlich eher seine Hände in die Hand. Rettet sich auf die andere Seite, wo er weiß, da sind noch Leute von ihm, die ihn unterstützen. Meine Vermutung ist, dass der Rheinmetall auch irgendwo B8, B9, so auf dieser Höhe sich platziert. T43. Alle Mann zurück! Jetzt ist er offen. Muss er aufpassen. Kommen schon die ersten Schüsse rüber, aber alles noch heil. So, jetzt da den T43. Ah, Wahnsinns, Wahnsinns-Aiming. Also, da muss man sagen, Hut ab. Also, jede Bewegung vom Gegner so antizipieren zu können, dass man genau. Naja, gut, kaum sage ich es, trifft er Pass nicht. auf! Aber bisher hat er wirklich sensationell gut getroffen. Jetzt steht es 9 zu 10 für den Gegner. Jetzt hat sich das Ganze ein bisschen gedreht und er hat auch auf seinem Team nur noch einen Achter. Ne, zwei Achter. Einen Sechser und einen Fünfer. Jetzt hat er hier mit HE geschossen. Der nächste wird nochmal HE. Wobei das der T69 war. Jetzt lädt er direkt natürlich auf die richtige, in Anführungszeichen, Munition ein. Die gegnerische Basis wird gerade schon eingenommen.
Jetzt macht er den Cheeto weg. Genau. Cap wurde gedecapped. T44 hat den Chaffee rausgenommen. Es wird wirklich nochmal sauspannend. Su wiederum T44. Also jetzt steht es 11 zu 11. Aber durch Cap wird das Ganze wohl nicht gewonnen werden. Jetzt nimmt der Pershing auch noch die Su 100 raus. Kriegst du den? Kriegst du den? Nicht ernsthaft, oder? Schade. zu 12 und selbst und der Rheinmetall immer noch nicht gespottet gewesen. Beziehungsweise gespottet schon, wie ich vermutet hatte, aber jetzt wieder zu. Jetzt kommt noch ein bisschen höher. Bisschen. Ah, der T69 macht's klar. Und da ist der Rheinmetall plötzlich. Rheinmetall hat geschossen auf den Tiger. Tiger schießt wiederum auf den Pershing. Arti ist auch verschwunden. Also hier ist noch Potenzial für alles. So, jetzt kann er den Pershing ins Heck. Zündet ihn noch direkt an, aber automatischer Feuerlöscher verhindert hier mehreres. Und jetzt konnte er den eliminieren. Jetzt könnte er wiederum für den Rheinmetall auf HE laden. Aber er will es wohl safe machen. Verstehe ich auch vollkommen. So, und jetzt hier. Einen kann er sich ja auch fangen. Jetzt ist er offen. Ah, da ist er. Ja, hat natürlich die, in Anführungszeichen, große drauf. Rammt ihn jetzt weg. Hat nach 72 Struktur. Arti hat reingehalten, aber daneben geschossen. Wie gesagt, auch hier ist die Vermutung, dass er irgendwo sich da am Kartenrand versteckt. Jetzt schaut er erstmal auf A1, A2. Ich glaube, aber ich könnte mir fast eher vorstellen, dass er wiederum auf A0 ist. Aber das sehen wir ja gleich. Scheinbar will er es jetzt durch Cap klar machen. So sieht es zumindest aus. Zeit passt auf jeden Fall. Hätte man aber jetzt meines Erachtens auch noch wirklich kurz die Arti suchen gehen können. Zumindest nochmal auf A1 fahren. Wenn man da merkt, okay, da ist er nicht, hätte man immer noch Richtung Cap fahren können. Aber das ist schon Meckern auf höchstem Niveau. Bei dieser Flunder. Also muss man schon sagen, ist definitiv ein sehr, sehr kurioser Panzer. Ah, das ist doch... Oh, die Arti hat es tatsächlich in den Cap geschafft und jetzt... Jetzt macht er was. Ah ne, will er jetzt cappen? Will er nicht cappen? Will er die cappen? Er schreibt auch, ja eigentlich gar nicht so unlustig, was die AT macht, dass er da wirklich sogar noch versucht, in Cap zu fahren und wiederum dann den eigenen Cap zu beschießen. Eine Minute haben sie noch Zeit, das schafft er aber eigentlich ganz locker. Also da muss schon ganz viel doof laufen. Dass hier das Game noch verloren werden würde. Ganz spannend, 30 Sekunden, er ist auch schon praktisch drauf und da ist die Arti doch offen. Der erste Schuss, der kann sich auch alle Zeit der Welt lassen, da ist er raus. 5 Kills, 5500 sichtbaren Damage und 30 Sekunden hat er noch, da könnte er noch ein Käffchen trinken. Aus meiner Sicht mit dem Objekt alles richtig gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für alles bisher. Ihr seid einfach die coolsten. Bis bald, euer Alcaramba.